Und somit hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge von Space Engineers in der dritten Staffel hier auf MicroHazard TV. Mit dabei heute natürlich der Heiko. Hallo. Oh, meine Möglichkeit, einstürken. Ja. So. Das Programm, was ich vorher hatte, mal für mein Lager hier, für den Entladearm, funktioniert irgendwie nicht mehr so, wie es soll. Hast du irgendwas daran verändert? Nein, habe ich nicht, deswegen. Aber ich weiß nicht, warum er gerade den Trigger-Now-Befehl nicht mehr macht. Timer. Get action with name. Trigger now. Apply timer. Inventar schon wieder voll, ey. Kompilieren. Ausführen. Hat der Timer sogar ganz gestoppt hier? Start. Oder er fühlt jetzt so schnell aus, dass er mir das mir anzeigt. Das kann auch sein. Das wäre auch okay, also, ja. Ich glaube, der führt aus, er blinkt nur nicht. Im schnellen Raster. Okay, wir werden es feststellen. Wir drücken jetzt mal auf diese Ausführen-Taste hier unten und hoffen, dass der Arm ausfährt. Okay, er fährt aus. Und hoffen, dass er mein Auto nicht zerquetscht. Schon witzig, wenn er es zerquetschen würde. Yeah, findest du witzig, wa? Ja. Hätte ich gar kein Fahrzeug mehr. Ich habe schon so viele Fahrzeuge verloren. Mein großer LKW. Boom. Weg. Mein Paddeljumper. Boom. Weg. Ja, gut. Ja. Das ist das erste Fahrzeug und hält am längsten. Komisch, oder? Ja. Gut, es könnte daran liegen, dass die ganze kompliziert gebaut ist wie der Rest. Ja, das könnte sein, ja. Siehst du? Wenn man minimalistisch baut, dann hält es länger. Sollten wir uns merken. Funktioniert noch. Obwohl, nicht ganz. Er hat eine Sache nicht gemacht. Wer war? Er hat nicht connected. Er hat zwar jetzt gestoppt und hat auch die Verbindung vorbereitet, hat aber nicht connected. Soll ich ein Fahrzeug rausmachen? Nein, disconnect mache ich vom Fahrzeug aus. Er hat nicht connected. Warum hat er nicht connected? Habe ich das Programm damals nicht gespeichert, wo ich das Connecten drin hatte? Das wäre es jetzt. Ja. Aber ich habe es über 100.000. Ich habe es damals nicht gespeichert. Wow. Das gibt's doch nicht. Ich habe das damals nicht gespeichert, Heiko. Ja. Halt noch mal schreiben. Der stoppt hier an der Stelle, wo er connecten könnte. Müssen was wohl neu schreiben, so sieht's aus. So, wo haben wir immer stehen geblieben? Hier ist if Status 1 macht das, genau, if Status 2 macht das und dann wechselt auf Status 3. So, Sense 2, Set Value, Velocity auf 0. Oh, mein Basis. Habe ich eigentlich das auf 0 setzen lassen, eigentlich mal irgendwann? Warte mal. Das war machen wir da ausfährt hier, ja, so ausfahren. So. Beide Geschwindigkeiten 0,4 Meter pro Sekunde, bis er Status 2 erreicht. Das ist der, er stoppt die aber nur, weil die auf bestimmte Länge eingestellt sind, die sie ausfahren sollen. Er stoppt die nicht direkt. Hey. Das ganze Einfahren ist auch gar nicht drin im Programm. Oh. Toll. Also. Ich habe es damals anscheinend irgendwann mal nicht gespeichert, das Programm. Also fehlt ungefähr die Hälfte des Programms. Ja, er fährt zwar aus, aber er connectet nicht und fährt nicht ein. Aber gut, ist nicht mehr tragisch. Das ist ja alles nur ein Rumkopieren und Rummachen und Tun. Das ist ja nicht das Problem. Ja. So, okay, dann machen wir mal... Machen wir jetzt mal hier fertig. So. Kopieren. So, wenn Status 2, also else... Dann, wenn er das hier hat, den Punkt erreicht hat, dann soll er die Werte auf 0 setzen. 0, 0. Ja, sau. Schön, dass mein Schiff einen Sauerstofftank an Bord hat.
dann stoppen die nämlich offiziell auch richtig. So, dann ist auf Speed 0 gesetzt. So, dann soll der andere ausfahren, runterfahren, macht er ja, bis er Connectable erreicht. Wenn Sense gleich 2. Genau. Dann Sense 2, genau, so. Und setze Wert auf 0, damit er stehen bleibt, genau. Und dann setze Status auf 3. So. Dann machen wir jetzt ein Else-If draus. Else-If Status 3, so nach dem Motto. So. So. Und, nee, nicht da unten. Hier oben soll es. Ich bin gerade dabei, 100 Tonnen Eisenerz einzulagern. Ne? Ja. Else-If hier ein bisschen Eisen. State 3. So. Ist der Status gleich 3, dann... Den hat er gestoppt, den hat er auch gestoppt, also alle gestoppt, sehr schön. So, dann kann ich das hier rausnehmen. Dann brauche ich jetzt den... ja, wie hieß denn der Sperrschalter jetzt? Keine Ahnung. Muss ich rausfinden. Ich hoffe, das Spiel schmiert jetzt nicht ab. Ich hoffe es auch für dich. Du wirst witzig. Du hoffst es vor allem auch für mich, wie das klingt. Ja, ich habe ja 100 Tonnen Eisenerz eingesammelt, ne? Ja, ich speichere vorher. Das Spiel ist gespeichert, also deine 1000 Eisenerztonnen sind trotzdem da. Die sind dann nicht weg. Okay. So, bearbeiten. Lagerarm vom Editor ersetzen. Ja, so. Gehen wir wieder raus, damit das Spiel hier nicht rumzickt. Das zickt ja eh immer rum, aber so, Workshop. Ich brauche ein ganz bestimmtes Skript und zwar das da. Dankeschön. So, ja. Textpanel heißt jetzt einfach mal hier Lager LCD. Den Block, den wir auslesen wollen, ist der Lagerverbinder und der Rest spielt schon wieder keine Rolle mehr. Genau, überprüfen, okay. Einmal ausführen, bitte. Log, einfach nur Log, toll. Das heißt einfach nur Log. Kannst throw out machen, collect all, Log, unlock, switch Log. Ja, Log. Einfach nur Log. Ja. Ich hoffe, ich habe auch irgendwie noch Stahlplatte, damit ich in mein Basisfähig machen kann, endlich. Wobei es hergestellt ist, dass es noch ein paar Wochen dauern wird. So, dann brauche ich das hier. Meinst du? So schnell wäre ich hier nicht fertig. So, das kommt mal alles raus hier. So, if State 3, dann soll er eigentlich nur noch den Status da ändern. Con, get action with name, log, anwenden auf Con. Ja, Mensch, wird der fertig. So, überprüfen, ist das schon mal einverstanden? Okay. So, dann machen wir jetzt den Boden weiter. So, jetzt hat er natürlich einen völlig falschen Status. Ich muss natürlich wieder alles manuell einfahren. Macht hier so Spaß. Tausende von Stahlplatten in die ganzen Stahlpakete zu stecken. Ich sollte mal was einarbeiten. Weißt du, was ich mal einarbeiten sollte in das Programm? Nee. Gerade so viele Fälle, wenn ich das Ding neu starten muss, das Programm irgendwas geändert habe, dass er dann immer in die Ursprungsposition zurückfährt. Automatisch. Dass er dann beide Kolben einfährt und die Verbindung trennt. Ja. Macht ja Sinn. Das ist sogar relativ schnell eingearbeitet, erstaunlicherweise. Da kopieren wir nämlich einfach nur das hier, diese Action. Hier oben, ich habe ja schon das Public Program hier oben schon vorbereitet. So, Public Program. Das ist ja diese Initialisierung am Anfang.
Get action with name heißt allerdings vorher unlock. Achso, da oben existiert Con natürlich noch nicht. Ja, ja, ich muss den Verbinder, wenn ich den oben verwenden will, muss ich den Verbinder natürlich auch drin haben hier oben. Ja. Das würde mir sagen, dass jetzt. Nee, er sagt nicht, dass es zweimal geladen wird, ne? Wahnsinn. Ach, die ganzen Stahlplatten hier wieder. Die jetzt wieder auf den Kopf gehauen werden, ey. Bearbeiten. Kann ich das hier unten jetzt ausklammern? Nein, kann ich nicht. Okay, gut. Oh. Das ist hier oben erstmal. Egal, machen wir irgendwann später. So, was ich allerdings brauche, ist, ich muss die Kolben einfahren. Habe ich die nicht irgendwo alle hier? Lager, Kolben vor. Boah, hier schon wieder 1000 Dollar Stahlplatten verballert, ne? Kolben runter. Energy low, okay. Wenn er meint. So, fahr den mal ein. 1000 Dollar Stahlplatten schon wieder weg, ey. Und heftig. Die beiden bitte auch. So. So, Energy Low, sagt er mir. Ich habe allerdings immer noch keine Station hier drin irgendwie. Was ist eigentlich mit der passiert? Lag die nicht hier rum? Was denn? Mit meiner Station hier, meiner First Aid Station. Irgendwie ist die weg. Keine Ahnung. Ist verschollen. Nee, irgendwas haben wir mitbekommen. Ist damals abgefallen beim Wegflexen hier irgendwie des ehemaligen Eislagers und dann war sie irgendwie weg. Keine Ahnung. Ja. Nicht weiter tragisch. Erstmal zumindest. Ja. Ach ja. Ja, ich will noch eine Mauer um mein Grundstück hier haben. Oh Mann, ey. Also um den ganzen Planeten, nein Quatsch. Du kannst den maximal halben Planeten. Außer du würdest jetzt eine Kuppel bauen. Ich umbaue den ganzen Planeten mit einem Würfel. Ein riesen Würfel mit dem ganzen Planeten drumherum. Ja. Dann ist der Planet gar nicht mehr zu sehen. Dann siehst du nur noch einen riesen Würfel und denkst dir, hä, wo ist der Mars geblieben? Tja, wo ist der Mars wohl geblieben? Und dann wärst du alle 10 Meter eine Gatling drauf, ne? Genau. Er ist getarnt, der Mars, getarnt. Aber du brauchst trotzdem Hangartor in der Lücke, in der Dings drin. Ja, das bräuchte ich wohl. Am besten mit Sensor, so. Der auf einer möglichst großen Reichweite eingestellt ist. Jetzt hat er Lock drin, da würde er verriegeln. Gott, ich weiß nicht mehr, wie ich das geschrieben habe damals. Hm. Die Folge von damals nochmal an. Ja, das könnte ich natürlich machen, klar, aber... Also jetzt würde er zumindest verriegeln. Und dann müsste er, wenn das wieder getrennt ist, wieder einfahren. If. Jetzt geht das schon hin, keine Angst. State. Energy critical. Nee, if. Nee, con muss ich gehen. Is. Con. Status. Gleich. My ship, dieser komische neue hier, Connector Status, ewig lange Dings. Connectable. Connectable. Wenn er connectable ist, dann soll er machen, und zwar folgendes: K3 soll er set value float. Set value float, genau. Setz mir folgenden Wert. Für Velocity. Für Velocity sollst du mir jetzt minus 0,4. Da kann ich mir schneller einfahren. F und fertig. Und dann soll er für K2 set.
Das kopieren wir jetzt mal. Ich habe keinen Bock, das hier jedes Mal so zu schreiben. So, naja, wenn es dasselbe ist, ja, also ganz ehrlich. Ja, dann kann man es ruhig nochmal schreiben. So, und jetzt nochmal für K1. So. Bien. Denn natürlich eine Endklammer und ich habe die Anfangsklammer vergessen. Die konnte ich nur. So. Hast du was zu meckern? Nein. Ist immer schön, ist immer schön, immer sehr schön, wenn er schon mal nicht meckert. Das ist schon mal gut. Ja. So. Keine Ahnung, funktioniert, ich weiß es nicht. So. Erstmal gucken, ob er ausfährt wieder ordentlich. Ja, das hatten wir alles schon mal, ich weiß, aber muss ich nochmal machen, ne? Vergesst das Programm zu speichern, ich Trottel. Aber hat dann eigentlich mal eine Zeit lang funktioniert, ja, ne? Das hatte ja funktioniert, ja, genau. Ich muss es nur wieder hinkriegen, dass es wieder funktioniert. Ja. Ja. Ja, mein Plan für diese Woche ist eigentlich hier die Zwischendecke schweißen, die Hangartore vorne schweißen und den Boden schweißen. Gott, ich könnte ihn echt ein bisschen schneller nach unten ausfahren lassen. Dieses 0,2 Meter pro Sekunde ist echt langsam. Du brauchst die Ewigkeit, bis du entladen bist, ne? Wenn jetzt aber schon braucht zum Ausfahren. So, und er connected wieder. Sehr schön. Ja. Das heißt, er lädt jetzt schon mal, tut jetzt schon mal automatisch selbstständig ausladen. So, jetzt müsste ich ihm eigentlich sagen noch am Ende. Ich meine, aber erst nachdem ich jetzt fertig bin hier mit allem. Jetzt müsste ich ihm eigentlich noch sagen, dass er dann wieder auf den Status zurückwechseln soll, weil sonst kann ich nur einmal ausfahren, da funktioniert es nicht mehr. Er muss aber quasi alle Werte wieder zurücksetzen am Ende. Ja. Das kann ich ja auch hier machen, genau. Was muss ich denn alles zurücksetzen? Auf was muss denn der Status gesetzt werden? Auf 0 wieder, ne? Ja. State gleich 0. Und der Counter muss auch wieder auf 0 gesetzt werden. Counter gleich 0. Nicht das Semikolon vergessen, aber die Folge ist zu Ende. Ja. Deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich, oder wir verabschieden uns von euch und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.